So, grüß Gott, Hallöchen und herzlich willkommen zu Horizon. Ui, der kommt aber jetzt nahe. Uiuiui, kommt der jetzt nahe. Bitte fein. Herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Mein Name ist der Franconia. Allmächtig, ich wollte ihn eigentlich hier flach legen. Also, ne? Weiß schon, was ich mache. Das wollte ich machen, genau. Überbrücken, etc. Nicht flach legen. So, denn wir reiten heute zur nächsten Hauptmission und da möchte ich doch majestätisch schön mit meinem, wollte ich schon sagen, mit meinem, ne? Alter! Fuck! Siehst du auf? Uiuiui, ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Ich steig noch mal kurz sicherheitshalber hier von dir ab. Fress du was, damit du wieder zu Kräften kommst, mein Lieber. So, Eiswurzel. Ich hätte eigentlich eher gehofft, dass ich hier noch Leben bekomme, aber... Komm, Bock halt, oder was? So, in diesem Sinne. Ah, da ist, haben wir noch einen Truthahn hier. Hui. Etzler. So, Kollege, komm. Nimm den Truthahn mit. Nimm mit, was das Herz begehrt. So. Jetzt machen wir aber weiter mit der Hauptquest. Und zwar, ich kann es euch nochmal zeigen, was wir hier vorhaben. Schneefall. Die Welt wird weiß. Ja, schön. So, was wir heute vorhaben. Karte, Quests, um die Verschwörung gegen sie zu enträtseln, muss Aloy das... Aloy, das heilige Land der Nora-Stamms verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen ihr im Weg. Rede mit Maria in Mutterkrone. So ist es und das werden wir jetzt machen. So, Mutterkrone, wir reiten natürlich hier ein bisschen langsamer jetzt. Das mutterlose Mädchen. Sie ist zurück. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Okay. Aktualisiert Nebenquest. Die Rache einer Tochter, vergib dich nach Mutterkrone. Jo, rede mit Solai. Ja, aber ich hätte doch... ehrlich gesagt, dass wir doch mit der Hauptquest weitermachen und dem Pferd lassen... das Pferd sei schon. Den Läufer lassen wir mal hier. Nicht durchdrehen, Kollege. Göttin, erinnere dich an die, die wir verloren haben. Erinnere dich an mich. So viele Verwundete. Was ist hier? Ein schwerer Schlag für den Stamm. Neugierde ist für Träume. Was ist hier passiert? Verdorbene Maschinen. Sie sind überall. An einem Tag wie heute kommt mir unweigerlich meine Mutter. Urmutter, halte sie in meinem Gedächtnis. Ui, haben hier eine Sidequest. Das ist bei uns nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Ja, Mutterkrone waren wir doch schon mal. Ne? Das kommt mir doch teilweise ein bisschen neu vor hier alles. Hui. Wir gucken uns mal hier kurz um. Siedlung verlassen. Ach, schau einer an. Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Wo betet ihr hier hin? Nice, Sidequest. Dann werden wir doch mal hier eine annehmen. Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Das tut weh. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Hey, Dral. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar?
Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Was für eine Brutstätte, ne? Wollte ich gerade aufräumen. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Die macht mich jetzt richtig neugierig mit der Brutstätte, ne? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Yeah, Brutstätte Sigma. Stufe 8. Nice! Nehmen wir gleich offene Aktivitäten. Überprüfe Drahls Geschichte oder Drahls. So, eine Sigma bekommen wir. Keine Ahnung, was das ist. Und ein Fertigkeitspunkt. Und 4000 EP. Mörder laufen immer noch frei herum. Nice! Mutter, hilf uns, sie es zu gibt Schlimmeres als Wachdienst. Mir fällt zwar nice. Gar nicht ein, wir was, gucken uns das alles an. Ich mache aber hier eine kleine Schnellreise. Punkt. Schnellreise. Schnellspeicherung. Boah, Mutterkrone, wir waren doch hier schon mal, oder nicht? Alter, hier gibt's auch noch mal so. Ich dachte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Was willst du? Ich will erst mal darüber, ne? Kollege. So, ich schau noch mal, wo hier dieses Gebiet ist. Alter, neue Quest, leck mich fett. Ja, ich freue mich, aber mich interessiert jetzt so dermaßen diese Brutstätte. Was es damit auf sich hat. Ich hoffe, danach kann ich die Graser endlich mal, ne? Mir schnappen. So, wir nehmen hier mal was mit. Wir haben schon lange nichts mehr mitgenommen. Ach, das ist hier diese verdorbene Zone, wo sie gesprochen haben, ne? Ja, die schauen alle schon so kaputt aus, ey. Kann es sein, dass die alle verdorben sind? Hier ist nochmal ein Schnellspeicherpunkt. Ja, ich glaube, den werde ich dann auch nochmal. Lagerfeuer entdeckt, ja, ja. Ich glaube, den werde ich jetzt dann auch nochmal benutzen. Gut, das kann ich gut gebrauchen. So, kleine Schnellspeicherung.
ich dich nur überbrücken könnte. Wo könnte ich das wohl lernen? Ich vermute, weil ich sagen muss, dass es wirklich hier nur eine Vermutung ist bei mir aktuell. Die steht auch so blöd jetzt dort am Baum. Alter, was war denn da hinten? Was hat denn da hinten aufgeblitzt? So, was hatte der Kollege nochmal? Jetzt brennt der Kollege, ne? Nice, okay. So, Ruiz. Ruiz hat er gemacht. So, war hier noch was? Was fehlt da noch? Kein Platz mehr. Ach Gott, wenn man alles immer zusammenklappen muss, ne? Schlimm mit dem Franconia, so. Boah. Was ist ein Landshorn, Alter? Landshorn, wir schauen es uns mal an. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln mit Diebstählen schützt. Bohrhörner, Abriss, Eisblätter, Schwäche, Eisblätter, Eisbehälter, Eis. Boah, der hat sich aber jetzt auch ziemlich krass angehört, ne? So Metallscherben, deswegen gehen wir... Mein Fokus zeigt hier in der Nähe etwas an. So, leistungsstarke Prozession, unbekannte Machart, Ursprung in der Nähe. Würde ich mir doch auch gerne mal genauer angucken. Aber bewegt sich das? Auf jeden Fall sollten mir hier die toten Wächter eine kleine Vorwarnung sein. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Scheiße, wo war dieses Signal? So, dann laufen wir halt mal langsamer. Fuck, was kommt da auf uns zu? Fuck.
Hey, Kollege! Such dir was in deine Liga, mein Freund! Ruhig jetzt! Alter, was geht denn in deinem Kopf vor? Hier ist ein Läufer, Areal. Ein Zünder, natürlich. Alter, was ging hier vor? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Gepriesen sei die Sonne. Die ja, von mir aus. So, kann ich euch sonst noch helfen? Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! Ein was? An die Waffen! An die Waffen! So, unterversorgt. Was unterversorgt? Erledig sie, bevor sie die Karawane überrennen. Rede mit Masavid. Nebenquest. Unterversorgt. Hier kommt ein Langbein. So, Männer. Fuck. Fuck! Hey, Kollege! Seid ihr alle okay? Alter Schwede. Das Problem ist, wir können hier... Alles läuft nach Plan. Findest, die haben uns zwei ordentlich zugesetzt da, ne? Dann labert der von mir, haben gewonnen, ey. Was träumt denn der in der Nacht? So, hier wollten wir doch herstellen, hier wollten wir doch herstellen, hier wollten wir noch gepflegt herstellen, hier wollten wir noch eine herstellen. So, Freunde, ich glaube hier mal alles zusammen, was ihr nicht wollt. Ah, die können wir leider nicht mitnehmen. Aber ich hoffe, hier ist eine oder andere. So. So, was bekommen wir da? Echohülse, Langbeinlinse. Alles guti Zeug.
Stahlscherben ist natürlich auch nie verkehrt. Ne? So, hier war noch was. Okay, das geht jetzt hier doch wieder zu weit nach unten. Und deswegen nur noch den nehmen. So, dann sind wir auch wieder volle Kanne, Susanne. So. Dann sprechen wir nochmal mit dem Freund hier. Freunde, guten Laune, du. Bleib mal ganz kurz hier. Hier haben wir noch was. Okay, das war das. Nice. So, genau. Ja, reden wir nochmal mit dir bei dem Sauwetter. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Nice. So, Brutstätte Sigma. Finde Dirit. Jo, machen wir alles. Aber ich hätte gesagt, wir machen hier doch eine kleine Folgenpause. Ja, dann war die Folge halt nicht so lang. Aber Action, Action, Action. Da haben wir diesen komischen Langbein-Kollegen gefunden. Oder so heißt der doch. Notizbuch, Maschinen, Wächter, Läufer, Graser, Plünderer. Langhorn, der gute alte Langbein hat er gemacht. Jo, gesperrt, Brutstätte RHO. Und betäubende Schallangriffe, mächtige Sprünge und ein Warnruf machen diese Maschinen zu einem heftigen Gegner. Das ist eher so ein Gockel, ne? Harte Außenhülle, die das synthetische Muskel- und Betriebssysteme schützt. Schwäche, Schock, Alter. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und dann machen wir hier eine kleine Pause und bis morgen zu Horizon Zero Dawn und dann suchen wir Dirit oder wir versuchen ihn zu finden. Macht's gut, Servus.